Der Honk. Oh, der Honk hat Angst. Freunde, der Honk hat richtig Schiss, weil das hier unübersichtlich ist. Ich mach das mal alles zu hier. Fug. Und recht. Ja, ich mache das alles zu hier, weil das ist mir ein bisschen viel zum drauf achten. Das können wir alles aufmachen, so nach und was für Meter wird das da? Dann geht es nämlich noch weiter runter, wie es aussieht. Oh. Ja, nee, da kommen wir schon wieder in den unübersichtlichen Bereich. Ich habe irgendwie mehr oder weniger interessantes Gefühl bei dieser Lava, wo gerade nebenan so schön, dieser Lava, wo gerade nebenan so schön der Gravel blubbert. Wenn du verstehst, was ich meine. Los, vorsichtig. Also momentan höre ich hier kein einziges Getier. Doch. Und zwar etwas, das nicht röchelt und nicht klönkert. So, einfach nur Fußstapfen macht. Ach du Scheiße, da ist noch was offen. Ja, so nach und nach können wir das alles mal. Ja, irgendwas läuft da rum. Und ich glaube mal, wenn ich den da raushaue. Nein, noch nicht. Das ist auf jeden Fall ein Creeper. Ich grab hier rum. Honk, halt ein! Nein, der Honk hält nicht ein. Der Honk gräbt sich da rein und stellt sich selbst ein Bein. Hahaha. Tralali, tralala. So. Ach du meine Güte. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Creeper. Ich höre da, dass der da einfach nur auf dem. Weil es röchelt und es klönkert nicht, aber ich höre die typischen verhaltenen Fußschritte eines grünen Creeperschweins. Welche Farbe soll er auch sonst haben? Boah, hier blubbert's aber ganz gewaltig. Bratpudel, 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 Bratpudel. Muss gleich mal gucken, auf welchem Level wir hier eigentlich sind. Und da müsste mal eine Fackel rein, da hinten, wo ich jetzt da. Da oben tapert was herum. Ich sag dir, da, genau. Ach, ich habe ihn schon wieder gehört. Das ist ein Creeperschwein. Und überall rundherum blubbert die Lava. Das muss ein Riesenvorkommen sein. Oh Gold. Gier frisst Hirn. Gier frisst Gehirn. Ja, ich sollte vielleicht. Verstehst, was ich meine? Wir sind auf dem halben Weg. Zum Verzaubern. Und es könnte glatt glappen. Mann. Ja. Verzeiht mir, ich bin etwas nervös. Auf welcher Höhe sind wir? Auf Level 17. Ach, das ist ja gar nichts. Ich nehme mal an, dass unter dem Gold da oder daneben Lava ist. Das sieht so nach Falle aus. Steh nicht in der Grube. So. Ich
werde natürlich Lügen gestraft, da wird keine Lava sein. Ich höre den Creeper schon wieder. Oh, blubbert das hier, Dicker. Ist auch nichts wie raus hier aus diesem Loch. Und nichts wie eine Fackel da in das Loch. Das ist gruselig hier, diese Ecke. Jetzt ist die Lava ganz still. So nach dem Motto, wiegen wir ihn in Sicherheit. Wir, Madame Lava, Baroness von Bradbüdel. ich weiß ja, der Honky, der nimmt mir, der Honky, der Horsti, der nimmt mir das nicht übel. Wenn ich auf die Bratpudelei anspiele. Er kann ja auch erstklassig lachen, wenn ich mal wieder so faile, wie zum Beispiel halt, als ich den Opelfritzen angehauen habe und der mir dann das Licht ausgeblasen hat. Das war ja auch... Also das war schon irgendwo ein bisschen humoristisch wertvoll, muss ich sagen. Ja, kann trotzdem immer noch ein Creeper dahinter stehen. Nein, aber tut er nicht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, was ist hier los? Ja. Da muss mal wieder Klempner gemacht werden. Hier. Aufpassen, dass hier keine Löcher oben in der Decke sind. Nö, aber das sieht hier alles ziemlich friedlich aus. Oder man will uns lediglich in Sicherheit wiegen. Wie ist das gute Minecraft? Sehr, sehr oft. Komm, wir nehmen mal das Eisen damit. Das ist aber wenig. So. Beschwer dich nicht, sonst kriegst du gar nichts. Ja, hier tapert auch wieder irgendwas herum. Ha, ich sehe dich, du Vogel. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du kannst dich nicht verstecken. Ja, was auch immer du versuchst, du versteckst dich nicht vor mir. Ach, Alter. Was soll das denn jetzt? Da, das sind mehrere? Ach, ja, das sind zwei. Na, geil. Na, dann komm her. Na, komm her. In den Kopf. In den Kopf. Zu nah ran. Oh, gut, das haben wir dann mal erledigt. Ich würde durchaus sagen, mit Grazie erledigt. Tante Grazie. So. Ich höre schon wieder Spinnies. Oh, ach so, das ist die Lava, die ich da eingesperrt habe. Jetzt verstehe ich. Ich will die nicht wieder freilassen. Ich mache das hier mal ein bisschen übersichtlicher wieder. Ich komme da garantiert nicht rüber, ihr. Ihr Arachnoiden, die ihr nur Rache wollt. So. Wenn ich so weitermache, schaffe ich das, dass die Facecam vorläuft, ehe ich meinen Kaffee geholt habe. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. So. Ja, alles schön dunkel an verschiedensten Ecken hier.
Aber das sieht aus. Also ich will ja, ich will es ja nicht beschreien, aber es sieht aus, als wäre hier Feierabend. Ja. Na, so. Erstaunlich wenig Minenloren in dieser Mine. So, vorsichtig. Ach, da vorne haben wir Sandsperren. Das kommt mir fast so vor, als hätte hier ein Honk schon mal seine Arbeit getan. Ach, was sehe ich denn da? Hallo, mein Kleiner, na? Sowas wie dich habe ich lange nicht mehr gesehen. Herzlich willkommen. So. Hui, ab, halt. Moin. Jo. So lobe ich mir meine Zombies. Da geht's runter, aber sehr selten. Da ist eine Wiedenlore. Alter, die ist aber an einem unschönen Ort gefangen. Da oben kann alles Mögliche runterfallen, obwohl ich denke, da habe ich ausgeleuchtet. Aber ich denke, ist eine schlechte Argumentationskette irgendwie, wenn man das so sagen kann. Also hier, ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand anders den Sand hier hingemacht hat. Ich höre schon wieder diese verdächtigen Schrittgeräusche. Geräusche aus dem Schritt. Was? Was redet der verwirrte Mann da wieder, ne? Lass ihn doch. So. Oh, 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 oh. Entschuldigung, wenn ich gerade nichts sage, ich bin konzentriert. Hochkonzentriert. Hochkonzentriertes Adrenalin. Oh, Endermann voraus. Geh weg. Ja, das sind Spinnies. Also die Minenlore ist erstmal halbwegs sicher. Kabum. Oder? Das ist ja sehr traumhaft. Ein paar Bratwürste, ein paar Bahnschienen. Weißt du? Dann holen wir uns halt, was drinne ist, erstmal so halbwegs. Beetroot-Seeds. Haben wir vorhin auch schon gekriegt. Leute, Metal-Leute, mir wird hier langsam etwas müde, vielleicht hilft der Kaffee. Dann machen wir hinterher noch, oh, wir können nur noch eine halbe Stunde. Ja, wird der Kaffee wohl reichen. Also, bis jetzt. So, willkommen zur letzten Runde für heute. Ich habe doch zur Sicherheit nochmal, warte mal. Ich habe meine Kopfhörer gar nicht eingesteckt, ich kann gar nichts hören. Alter, ich bin aber auch schon ein bisschen, ja. Gut, ich habe zur Sicherheit nochmal
die zweite 64 GB SD-Karte in die Facecam reingedrückt. Und ja, insofern könnten wir eigentlich jetzt knapp 6 Stunden noch spielen. Das machen wir aber nicht. Nee, 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 nee. Das würde ich gar nicht durchhalten. Inventar ist pickepacke voll. Wir müssen eigentlich nach oben. Ich hoffe nur, ich finde den Weg. Dürfte nicht zu schwer sein. Mal gemessen an den Absperrmaßnahmen, die der Herr Honk hier absolviert hat. Oh, das Gold. Ach, das kann ich noch mitnehmen. Alles klar. Oh. Oh, Cheater. Ja, da, das ist eine normale. Hey, Spinny. 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 Ich bin hier. Komm her, du Mist. Kommt tatsächlich. Na. Uhu. Willst du nicht? Dann komm ich zu dir. Guck mal. Das kommt davon, wenn man den Honk ärgert. So. Ich glaube, wir müssen da hoch. Also ich habe irgendwie so das Gefühl. Oder? Nö. Dann müssen wir vielleicht hier lang. Ist das vielleicht das Rätsels Lösung? Also das hier sieht ziemlich stark nach Dingen aus, die der Honk gemacht hat. Ja, da geht's auch noch lang. Dies ist der Schrott, den der Honk gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Das ist eine Abwandlung von einem alten christlichen Lied. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, das ich noch kenne aus meiner Sektenzeit. Ihr wisst, ich war mal in Sekten. In der Tat. Was hier los? Nee, ich will hier gar nicht sein und ich will hier gar nichts machen. Wie gesagt, ich will eigentlich in der halben Stunde oder so und dann will ich aber auch schnellstens irgendwie mal den Feierabend antreten. Ich bin heute, also ist es jetzt irgendwie. Lass mich jetzt rechnen. Es müsste jetzt halb eins oder eins sein. Also zwischen halb eins und eins. Und ich bin seit 5 Uhr heute Morgen auf den Beinen. Und habe durchaus nicht den ganzen Tag einfach nur rumgehangen und irgendwie Däumchen gedreht, sondern doch schon eine ganze Menge Zeugs gemacht. Ah, guck mal. Und deswegen traue ich mir jetzt nicht zu, irgendwie hier hoch anspruchsvolle Dinge zu tun. Dafür sind dann andere Tage besser. Und andere Tageszeiten. Nur schauen, ist oben. Ja, ich wusste doch, dass es dunkel ist. Ich muss mir mal so eine Uhr besorgen. Ich habe ja eine drüben bei, ich glaube, bei Rasboales Insel. Wo wir beim Thema Lokationen sind. Nächstes Mal ist natürlich Honkheim angesagt. Ich bin so am Nachdenken. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ich könnte Honky Island noch einiges machen. Da gibt's durchaus noch Dinge, die man tun könnte und tun sollte. Oh, erstmal sollte man hier raus und möglichst sicherstellen, dass kein Creeper in der Nähe ist. Ich sehe aber was anderes. Oh, eine Hexi. Moin. Skeletor. Gut getroffen. Da sollte ich mal möglichst nicht reinfallen. Ich höre nämlich eine Hexe. Kann ich hier irgendwas wegschmeißen, was mir nichts bedeutet? Gravel, Gravel. Nee, Gravel finde ich eigentlich ganz klasse. Ach komm, zweimal.
Flüssigstuhl. Das geht sich aus. Also. Hexi! Hex, Hex! Naja, wenn sie nicht will, dann. Das Zombie-Pelle, kann ich hier aufheben? Nö. Ist mir jetzt aber auch Wurst. Wurst-Tee. Oh, der hat hier aber ordentlich abgekriegt, unser Freund. Ich hoffe wirklich, dass die Hütte hier halbwegs sicher ist. Denn wenn ich das sehe, wie der zugerichtet ist. Boah, was Nachwuchs. Guck mal, das sind 3 Gehirn auf einmal. 5. 6. Alter, die haben 6 gehabt. Ist das lustig? Findest du nicht? Ich finde das sehr, sehr lustig. So. Ah ja, hier, guck mal. Dafür können wir dort mal. Ach, das ist ja wenig Eisen. Für eine Minentour ist das wirklich wenig Eisen, was wir da rausgekriegt haben. Ja, ach. Wir holen schon noch mehr. Ja, ist hier denn Schießpulver drin? Ne? Ja, ja. Mir fiel da gerade was auf, was nicht so doll war. So, das da rein. Jetzt frage ich mich, was wir mit dem Rest vom Tag noch machen, weil ich meine, jetzt habe ich hier einen Kaffee am Start und ich mag irgendwie jetzt mit dem Kaffee am Start nicht aufhören, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich tust du das. So, ich baue erstmal, warte mal, das sind, ich müsste sieben Blumentöpfe bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil es sind 8 Zimmer. Küche, Bad. Es sind 8 Zimmer. Jetzt brauche ich eine Blume. Irgendeine. Oder einen Baum. Einfach mal. Haben wir denn noch so eine schöne blaue Blume? Davon haben wir hier genug. Die stehen hier überall auf der Heide rum. Nur hier gerade nicht. Ich würde dann doch nämlich, da drüben sind welche, eine blaue Blume spendieren dem Fleischer. Genau. Ich könnte jetzt natürlich noch eine Hütte fertig bauen. Wäre machbar. Ich könnte aber auch noch mal runter in die Mine gehen. Am Ende gehen wir auf jeden Fall nach Honky Island rüber. Das ist mal klar. Also das ist das Einzige, was wirklich richtig klar ist. Huhu, Fleischer. Na, endlich wohnt hier ein Fleischer. Fleischer, ich habe dir was mitgebracht, damit es hier ein bisschen gemütlicher in deiner Butze wird. Habe ich dir einen Top und eine blaue Blume mitgebracht. Ich hätte eigentlich gleich mehr holen sollen. Wow, sieht schön aus. Cookie. Wie findest du das? Gut, ne? Was willst du haben? Karnickel? Wie soll ich dir denn Karnickel geben, Kollege? So. Haben wir hier jemanden? Moin. Du, ich könnte mit dir sogar handeln. Ich könnte mit dir sogar handeln. Pass mal auf. Ich komme gleich wieder. Lauf nicht weg. Nicht weglaufen. Ich habe nämlich noch das Knödelzeug von vorhin. Wir haben ja viel zu viel abgeerntet, vergleichsweise. Hier haben wir noch 16. Haben wir nicht noch mehr? Hä, wir hatten noch mehr geholt. Da, guck mal. Wir können nur gut handeln mit dem. Mit Herrn Rick Mason. So. Mason, Digga, wo bist du? Pass mal auf, ich habe hier was für dich. Wie findest du das? Ja, gib mir mal den Emerald. Gib mir noch ein Emerald. Gib mir noch ein Emerald. Und noch ein. So, der ist aufgelevelt. Ich verkaufe dem den ganzen Laden hier. So, guck mal. So, und dafür kaufe ich ihm dann
Nee, warte mal, ich mach erstmal. Geh erstmal raus. Jetzt muss er aufsteigen. Jetzt ist er nämlich ein. Was ist er jetzt? Ein Apprentice, genau. Ey, Apprentice, Alter. Ich hab hier was für dich. Warte mal, du kannst mir durchaus mal den Buckel runterrutschen. Nein, pass mal auf. Verkauf mir mal viermal das. Und dann gehen wir mal auf das Rezept. Ich werde ihn nicht aufleveln können. Aber weißt du, was ich machen kann? Ich weiß nicht, was der im Endeffekt für uns tun kann, weil er ist halt nur ein Mason, ne? Und Steine können wir uns selber machen. Aber wenn wir schon mal... Och, da ist eine Katze. Wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir hier durchaus mal ein paar von den Steinen durchjodeln. Weißt du, und wir brauchen eigentlich mal einen neuen Ofen. Hier ist einer zu wenig, würde ich sagen, mindestens. gib mal her. Jedes Mal, wenn ich die Goldhose sehe, denke ich, zieh die bloß an, wenn du wieder in den Nether gehst. Alter, das war letztes Mal ein Schrecken, ne? Also für diejenigen, die sich interessieren, wollte ich sagen, die sich erinnern. Das war wirklich einigermaßen... Hui. So, ja, Hälfte da und da noch ein bisschen. Und dann kannst du hier mal das Gold durchjodeln. So. Goodie. Ja, das wird einigermaßen lange dauern. Was machen wir denn in der Zeit? Ach ja, was ich noch sagen wollte, ne, ist mir eben gerade auf einem stillen Örtchen eingefallen. Zu viel Information. Ich gucke mich hier noch mal ein bisschen um, was hier so ist. Ne, kann ja sein, dass hier irgendwas Interessantes ist. Die Minengänge da unten, ne, das ist ein bisschen viel für eine Mine, ne? Also meine ich jetzt ernst, das ist kein Running Gag wieder. Ich mach mal das hier weg, weil haben wir denn noch Dirt? Ich will hier nicht unbedingt jetzt den Sand reinschütten.